Herzlich willkommen, liebe Rennsportfreunde. Mein Name ist Philipp Bertschi, ich bin SAM Sportkommissar für Minibike und ebenfalls Minibike Open Pilot. Ihr seht aktuell die Perspektive aus meiner Bucci BR12 am Rennen in Frauenfeld 2024. Ich wollte gerne mal mit diesem Video so ein bisschen erklären, wie so ein Rennen funktioniert und auch das Rennen selber ein bisschen kommentieren, so ein bisschen, um zu erzählen, was läuft so ab beim Rennen, was geht mir durch den Kopf, was passiert bei der Konkurrenz, was ist bei der Strecke zu beachten und auch so ein bisschen einfach generell, wie funktioniert der Ablauf. Aktuell stehen wir gerade im Vorstart. Ihr seht diverse Piloten gerade die Maschinen starten. Sandro Abisch versucht gerade seinen Motorrad zu starten. Neben mir steht Adrian Schenk, links von mir sieht man gerade nichts, steht Matteo Staub, 290 Series Piloten. Ich selber hatte leider nicht so ein super gutes Qualifying, entsprechend bin ich etwas weiter im Feld, was aber für die Perspektive ganz gut ist, dann sieht man gleich bei der Videoaufnahme auch etwas mehr. Wir sind kurz davor, dass es losgeht. Man muss 5 Minuten, bevor das Rennen losgeht, im Vorstart spätestens angekommen sein. Wenn man das nicht ist, wird man sanktioniert und muss weiter hinten starten. Deshalb, ja, pünktlich im Vorstart ankommen ist sehr wichtig. Das Rennen war an einem sehr heißen Tag. War irgendwie 35, 36 Grad im Schatten an dem Tag. Und entsprechend sind wir alle am Kochen und sind froh, dass es endlich losgeht. Die ersten Piloten werden auf die Strecke gelassen. Der Vorstartchef lässt uns jetzt auch Adrian und mich auf die Strecke. Direkt schauen wir, ja, wie ist der Zustand der Strecke zwischen uns, also zwischen den Minibike-Piloten und den Supermoto-Piloten. Fahren jeweils natürlich die Kollegen von den Supermoto-Kategorie ebenfalls durch den Offroad. Das heißt, wir schauen uns die Strecke genau an. Gibt es irgendwelche Verschmutzungen, die zu beachten sind, Dreck auf der Piste oder ähnliches. Ebenfalls schauen wir einfach, wie ist die Piste generell vom Grip her. Wir sondieren so ein bisschen, ja, was ist möglich, was ist nicht möglich. Natürlich alles ohne zu überholen. Es ist gelb während der Warm-up-Phase. Wir dürfen nicht überholen. Wir sollen einfach ein bisschen das Material auf Temperatur bringen, unseren Kopf auf Temperatur bringen. Seht ihr jetzt auch schön hier auf der Geraden. Wir fahren in den Startbereich. Der ist abgeschottet vom Rest der Strecke. Werdet ihr gleich sehen, so ein bisschen speziell am Frauenfeld. Ja, die Reifen auf Temperatur bringen, Bremsen auf Temperatur bringen, ein paar harte Stoppmanöver schauen, dass die Temperatur der Scheibe hochkommt. Ja, und dann geht es schon in die Startaufstellung. In diesem Startfeld haben wir 2 verschiedene Kategorien. Zum einen haben wir die Kategorie 190 Series. Dort gibt es eine Kubik- und Leistungseinschränkung. Das heißt, man darf maximal 190 Kubik haben bei einem Viertaktmotor und maximal 20 PS. Neben dieser Kategorie gibt es noch die Open-Kategorie. Die ersten 4 in der Startreihe hier fahren alles mit Open-Motorrädern. Dort gibt es maximal 212 Kubik und die Leistung ist nicht eingeschränkt. Das heißt, man darf so viel rausholen aus den Motoren, wie man möchte. Aber allerdings ist das natürlich nur begrenzt möglich, da die Motoren auch nicht unendlich viel Leistung halten können. Jetzt hört ihr den Startlimiter, die Lampe ist an und es geht los. Super Start, leider konnte ich den aber nicht nutzen, ich wurde kurz ausgebremst von Lou Häusler, der musste ausweichen. Jetzt seht ihr vorne Mattia Wildi, Jaron Kummer und Sandro Abischer etwas davonziehen. Ich bin noch ein bisschen aufgehalten worden von Adrian, ich komme leider an Adrian nicht vorbei. Ihr seht jeweils auf den Geraden, wenn ich Gas gebe, dass ich Adrian fast ins Heck fahre. Das liegt eben daran, dass er etwas weniger Leistung hat als ich selber, da er in eine andere Kategorie fährt. Das heißt, ich muss mich hier gedulden. Schaue, dass ich im Geplänkel nicht noch stürze. Warte auf eine Gelegenheit, Adrian auf einer Geraden zu überholen. Das heißt, jetzt kommt die auch. Kurze Zwischengerade. Ich kann das Motorrad durchladen, einmal an Adrian vorbei. Dann hier in die Schnelle rechts. Ihr seht Mattia und Sandro vor mir. Ich kann auf der Bremse relativ schnell die Lücke zumachen. Und hier geht es jetzt das erste Mal auf Startziel. Ihr seht, die Motorräder sind sehr ähnlich von der Leistung, ich komme nur langsam schleichend näher. Im Windschatten ist das möglich. Ihr seht auch die schnelle S nach Startziel, sehr holprig. Sandro hat es da ordentlich durchgeschüttelt, ihr werdet das jetzt noch ein paar Mal sehen. Die Fahrer versuchen jetzt so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, dass die ersten Geplänkel vom Start sind vorbei. Wir versuchen so ein bisschen unsere Pace zu finden, in den Rhythmus zu kommen, stetig die Rundenzeiten zu verbessern und natürlich an der Konkurrenz vorbeizukommen. Ihr seht relativ bald, wie langsam, aber stetig eine Lücke aufgeht zwischen
Sandro und Mattia. Also Mattia Wildi ist hier vor Sandro Abischer und mir. Mattia kann mit der kann die Pace etwas erhöhen. Mit der Zeit ist es auch jetzt schon. Also es gibt eine gewisse Distanz zwischen Mattia und Sandro. Ich versuche hier noch schon bereits an Sandro vorbeizukommen, aber Sandro blockiert sauber, hält seine Linie. Ich versuche wieder mich ranzusaugen nach dem S, weil ich musste noch auf das S hin etwas Platz machen, damit es nicht zu einer gefährlichen Situation kommt. Jetzt hier die Sektion, diese Doppellinks und dann auch die rechts, ist so ein bisschen die schwächste Stelle von mir in dem Rennen. Also ich sehe immer, da geht kurz die Lücke auf von Sandro. Sandro kann die Sektion deutlich besser fahren als ich. Ich habe da immer Mühe. Ich sehe, Sandro schaut nach hinten, checkt ab, wer ist hinter mir, sieht mein Motorrad. Hier in die schnelle rechts, die liegt mir sehr gut. Ich mache die Lücke etwas zu und jetzt auf der Bremse hier, das liegt mir sehr. Ihr merkt immer die Lücke, jede Runde geht die Lücke auf die Ecke zu. Ich kann vor Startziel die Lücke zumachen, versuche irgendwie mich an Sandro vorbeizuschieben, aber ja, keine Chance, die Lücke ist zu groß zu seinem Vorderrad, er sieht mich nicht. Ich habe vielleicht kurz einen kleinen Dampf oder einen Rauch gesehen von Sandros Hinterrad. Es ist so, dass Sandros Überlaufgefäß vom Öl etwas getropft hat. Da ist wohl etwas auf den Auspuff gekommen. Ihr seht, dass im Verlauf des Rennens immer mal wieder ist in dem Sinne ungefährlich. Das Öl verdampft einfach auf dem Auspuff, aber sieht natürlich immer sehr spektakulär aus. So, wir sind wieder auf der Gegengeraden. Ich habe wieder eine kleine Lücke offen zu Sandro. Versuche die in den letzten zwei Kurven vor Startziel zuzumachen. Ihr merkt auch, die Lücke vorne zu Mattia wird immer etwas größer. Mattia schafft es, die Pace stetig zu erhöhen. Ich klebe an Sandro fest, versuche irgendwie mich vorbeizuschieben, schaffe es einfach nicht. Die Strecke ist sehr eng gegen Startzielende hier, also das S lässt keine Fehler zu. Versuche hier auf der Bremse, ja, keine Chance, muss das Manöver, das halbherzige Manöver relativ bald mal abbrechen. Weiter geht's wieder ins Infield. Wir schießen auf die Doppellinks zu. Hier wieder etwas Rauch von Sandros Motorrad. Es ist wie gesagt einfach etwas Öl, das auf den Auspuff tropft. Unglücklich, aber ja, das kann passieren. Wir gehen wieder auf die Gegengerade hinten, wieder eine deutliche Lücke. In dem Moment wird mir bewusst, dass ich einfach diese Kurve anders fahren muss. Also ich werde dann jetzt auch in den nächsten Runden irgendwie versuchen, das zu optimieren. Auf Startziel hin kann ich die Lücke etwas zumachen, aber im Moment die Lücke zu groß, um anzugreifen. Das heißt, wir bleiben einfach hinter Sandro im Windschatten, versuchen nochmal die Lücke etwas zuzumachen. Wir sehen ja auch nochmal gut, wie Sandros Motorrad durchgeschüttelt wird durch die S, also die Bodenwellen da sind doch relativ heftig. Wir gehen wieder ins Infield. Ihr seht vorne, Mattia zieht seine Runden souverän, also der macht da wirklich keine Fehler, die Lücke wird immer wie größer. Jaron Kummer auf dem ersten Platz vorne ist schon gar nicht mehr in Sichtweite, also er hat einfach eine deutlich schnellere Pace als der Rest des Feldes, das heißt, er konnte da wirklich in Ruhe vorne wegfahren. Wir kommen wieder auf die Gegengerade. Genau, auf die schnelle rechts vor Startziel. Jetzt sehen wir auch, dass sich langsam so ein bisschen das Feld etabliert hat. Hinter mir war lange noch Lou Häusler auf seinem Ersatzmotorrad. Er hatte leider während des Rennens ein Problem mit der Bremse, konnte dann nicht mehr wirklich anschließen. Er hätte auf jeden Fall auch die Pace gehabt anzugreifen, aber leider hat er technische Schwierigkeiten mit seinem Hauptmotorrad, da hat der Motor nicht ganz mitgespielt und musste dann auf ein Reservemotorrad umsteigen, das ja leider halt entsprechend nicht wirklich abgestimmt war auf seine Bedürfnisse. Das erste Mal auf dem Motorrad, auf dieser Rennstrecke, dann hat die Bremse auch noch nicht mitgespielt, das heißt, ja, er konnte dann am Schluss leider nicht mitmischen. So, ich bin mittlerweile, habe ich die Kurve etwas besser gekriegt da, das heißt, jetzt bin ich wirklich schon früh an Sandro dran, komme in diese schnelle rechts, habe mir kurz noch überlegt, ob ich versuchen soll, auf der Bremse was zu machen, habe das dann aber sein lassen, geht wieder auf Startziel und jetzt kommt das erste Mal wieder ein Versuch aus dem Windschatten, habe gemerkt, Sandros Motorrad läuft gut, also ich komme da, kann mich nicht vorbeischieben, ich muss das anders vorbereiten. Mattia hat immer noch, sag ich mal, dieselbe Distanz zu Sandro und mir. Sandro versucht da die Pace nochmal etwas anzuziehen, versucht an Mattia hinzufahren. Aber die Tatsache, dass ich ihn störe, hilft ihm natürlich nicht. Ich will auch irgendwie an ihm vorbei und dann muss er nach hinten verteidigen, nach vorne die Lücke zumachen. Hier das erste Mal ein Fehler von Sandro. Ich versuche links vorbei, habe aber nicht genug Platz, muss wieder zurückziehen. Auf Startziel, auf die Gegengerade hin, wirklich nahe an Sandro, dann saug mich ran. Schnell durch die Rechts, die Kurve liegt mir extrem gut. Rechts versuchen, aber ich merke, er sieht mich nicht, bringt nichts. Nochmal zurückstecken, auf Startziel etwas vorbereiten und wir gehen nochmal auf die lange Gerade.
Hier auch durch das S-Durch kann ich die Lücke etwas zumachen, bringt mir aber dahin nichts, weil hier auf die Kurve zu überholen wäre sehr mutig. Die Spur ist sehr schmal in Frauenfeld. Man hat eigentlich nur wenig Stellen, wo man wirklich überholen kann. Hier in die Kurve wäre sicher auch eine Option. Die Strecke ist hier sehr breit, aber Sandro fährt die Kurve sehr gut. Das wäre schwierig, dort anzugreifen. Deshalb in meinem Kopf war es jetzt eigentlich so weit, dass ich gesehen habe, ja, wenn ich angreifen muss, dann entweder hier auf der Gegengeraden, weil ich Platz habe rechts, oder dann auf die letzte Kurve vor Startziel oder Ende Startziel. Aber etwas anderes habe ich in dem Moment nicht als Option gesehen. Hier auch wieder schön aus Startziel raus, in den Windschatten. Ich sauge mich ran, ich sehe, ich komme langsam näher. Aber es reicht einfach knapp nicht, um dort das Gas stehen zu lassen und am Sandro vorbeizugehen. Ich wollte nicht riskieren, dass ich beide Piloten auf Ende Startziel in die Wiese schicke oder noch schlimmer über diese harten Curbs und allenfalls eine Verletzung bei ihm oder mir riskiere. Deshalb habe ich da jedes Mal wieder zurückgesteckt bis dahin. Hier auf der Bremse fast Sandro ins Heck gefahren. Ich wollte eigentlich später bremsen. Sandro hat dort das Gas früher zugemacht. Ich musste ausweichen. Auf die Gegengerade hin wieder. Sandro beschleunigt sauber raus. Das ist eine sehr starke Kurve von ihm. In die schnelle rechts. Ihr seht, jetzt versuche ich wieder vorzubereiten für einen Angriff auf Startziel. Gehe weit außen holen, ziehe rechts vorbei. Ihr seht, ich bin neben Sandro. Sandro hört mich, er sieht mich aber nicht, das heißt, er macht auf, aber es reicht einfach nicht, um mich vorbeizuschieben. Das heißt, wir gehen nochmal eine Runde weiter, versuchen dasselbe Spielchen nochmal. Mittlerweile fängt das Ganze auch körperlich an, anstrengend zu werden. Bei den Temperaturen sind sowohl das Bike als auch ich langsam am Limit, das geht aber Sandro nicht anders. Und wir versuchen irgendwie unsere Plätze zu halten. Ich versuche natürlich an Sandro vorbeizukommen, aber ja, schwieriger in der Umsetzung als im Gedanken. So, wir kommen nochmal auf Startziel zu. Schön rechts ausgeholt, kann die Kurve etwas enger fahren als Sandro. Sandro fängt an, eine Blocklinie zu fahren. Ihr habt das gesehen, er hat quasi in die Mitte der Strecke gezogen, einfach um seine Position zu verteidigen, um mir keinen Platz zu lassen beim Überholen. Das ist alles legitim, gehört zum Rennsport dazu. Wird mit scharfen Ellenbogen gefahren. Wir versuchen alle irgendwie aufs Podium zu fahren. Sandro hatte dieses Wochenende viel Pech. Er hat natürlich auch etwas Frust im Bauch. Die ersten zwei Rennen hatte er einen technischen Ausfall und wollte jetzt hier im letzten Rennen nochmal zeigen, was er kann und wirklich nochmal angreifen. Entsprechend wird hier in der Meisterschaft niemandem einen Platz geschenkt. So, ich bin direkt am Heck, versuche hier kurz überlegt, soll ich angreifen. Gedacht, nein, lieber nicht. Die Stelle hier mit dem wechselnden Asphalt ist nicht super toll vom Grip her, das heißt, wollte ich nicht riskieren. So, nochmal außen ansetzen, innen, neben dran setzen, hat nicht geklappt. Ich merke auch jetzt wieder, ich bin von der Distanz her zu weit weg, komme nur neben dran, aber nicht vorbei. Das heißt, ich muss mich nochmal eine Runde an das Ganze gewöhnen. Zu erwähnen ist auch, dass ich von der Reifenmischung her eine Medium-Mischung fahre. Wir hatten diverse Piloten mit super soft vorne, soft hinten. Manche sind soft gefahren, also vorne soft, hinten soft von der Reifenmischung her. Ich habe mich für eine Medium-Mischung entschieden, aufgrund der heißen Temperaturen, in der Hoffnung, dass, sag ich mal, die Performance des Reifens auch bis am Ende des Rennlaufs konstant bleibt und nicht anfängt zu schmieren. Die Perspektive ist immer noch dieselbe. Ich klebe an Sandro dran, wir versuchen irgendwie da aneinander vorbeizukommen. So, jetzt nochmal außen angesetzt. Erstes Mal Fehler auf die Geraden hin. Ich bin motiviert, ich ziehe an Sandro vorbei, kann die Position endlich halten, gehe sehr spitz in das S rein. Ich weiß, Sandro will angreifen, es kommt zu einer viel zu späten Bremsreaktion. Ich muss durch die Wiese, Sandro kommt wieder an mir vorbei. Ich muss unter dem Helm lachen, ich konnte es nicht fassen. Ich habe gedacht, endlich an ihm vorbei, aber ja, dann Fehler gemacht, die Bremse zu spät zugemacht, entsprechend weit gegangen. Und ja, jetzt habe ich die Frust im Bauch. Man sieht es auch gleich an der Linie, am Begrenzer hier. Ich habe gesagt, nein, das ist noch nicht vorbei. Ich will Sandro die Lücke nochmal zumachen, auf Sandro hinfahren. Gehe entsprechend auch aggressiv an das Ganze ran. Dann die große Überraschung, Sandro wird langsamer. Sandro hat leider irgendeinen Defekt gehabt an seinem Motorrad, er konnte nicht mehr weiterfahren, hat einen unglücklicherweise den dritten Defekt des Wochenendes reingefahren, also ja, sehr unglücklich, sehr unlucky auf seiner Seite. Hier geht es dann weiter mit den Überrundungen. Ich fahre an einem 190 Series Piloten vorbei, Marc Geisbühler.
jetzt merke ich auch, ja, Matja ist sehr weit weg. Das heißt, wenn ich Matja noch holen will, muss ich wirklich pushen. Ich versuche nochmal meine Pace wiederzufinden. War schwierig, weil ich bin so lange jetzt Sandro hinterher gefahren. Auch links gerade ein bisschen zu weit gewesen beim Anbremsen. Leicht die Abschrankung der Piste touchiert. Hier auch gleich, ich bin zu früh beim Einlenken, muss weit gehen, kurz durchs Gras. Jetzt habe ich Mittelspitzen, jetzt habe ich realisiert, ja, das wird so nichts. Ich muss zuerst meine Pace wiederfinden, ein bisschen beruhigen, nochmal das Ganze aus der Distanz begutachten und ja, die Pace finden, bevor ich das Motorrad in die Ecke schmeiße. Das heißt, ich habe jetzt auch deshalb etwas die Pace rausgenommen, nochmal ein bisschen versuchen, eine saubere Linie zu finden, schauen, ob ich die Lücke irgendwie schaffe zu schließen zu Mattia. Zu erwähnen ist auch, dass normalerweise man auf der Start-Ziel-Geraden eigentlich sieht, wie viel Zeit noch übrig bleibt für den Rennlauf. Das heißt, auf der Start-Ziel-Geraden hat es eine Tafel, wo angezeigt wird, wie viele Minuten noch verbleiben. Wir fahren jeweils 12 Minuten plus eine Runde. Diese habe ich nicht wirklich beobachten können, weil ich immer auf das Start-Ziel Sandro direkt vor mir hatte und ich mich auf ihn konzentrieren musste. Und entsprechend hatte ich nicht wirklich im Blick, wie viel Zeit noch übrig blieb. Und da war dann schon die Tafel auf der linken Seite, ja, noch eine Runde, dann ist das Rennen zu Ende. Entsprechend habe ich hier erst analysiert, ja, das wird nichts mehr mit Mattia einholen. Der ist nicht mehr in Sichtweite aufgrund der Fehler und aufgrund der Zweikämpfe mit Sandro war das keine Option mehr. Das heißt, ich habe dann irgendwann auch den Blick nach hinten gerichtet, geschaut, habe ich irgendwen im Genick, muss ich aufpassen nach hinten. War aber nicht der Fall und entsprechend habe ich dann da ein bisschen die Pace rausgenommen, die Runde einfach noch gemütlich zu Ende zu fahren und diesen Platz sicher nach Hause zu bringen. Ich war jetzt auf dem dritten Platz, auf dem ersten Platz war Jaron Kummer, zweiten Platz war Mattia Wildi und ich war in diesem Rennlauf auf dem dritten Platz. Ich sehe jetzt das letzte Mal Startziel und da ist die karierte Flagge und schon ist das ganze Spiel zu Ende. Jetzt geht es noch in die Outlap, das heißt, wir fahren einfach noch die Runde zu Ende. Jetzt kann man eigentlich mal die Muskeln entspannen, mal die Hände ein bisschen ausschütteln. Ich bin da schon unkonzentriert und fahre noch kurz durchs Gras. Wie seht ihr Mattia? Er hat auch die Hände vom Lenker runter, versucht ein bisschen die Arme zu entspannen. Genau. Auf der Outlap ist eigentlich nichts speziell zu beachten. Geht einfach noch darum, die Runde zu Ende zu fahren. Dann direkt in die Boxenausfahrt und Richtung Paddock. Wichtig zu erwähnen ist auch, ihr habt es vielleicht gesehen, auf der Strecke gibt es diverse Markierungen. Ihr seht hier diese rote Fläche auf dem Boden. Die ist etwas rutschig, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da drüber fährt, aber man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür. So, hier geht es in den Boxenausgang. Seht ihr diverse Zuschauer. Auf der linken Seite seht ihr den Vorstart. Die nächste Kategorie wartet bereits. Das sind unsere 160 Series und Ladies Kategorie Pilotinnen und Piloten. Und hier geht es dann ins Paddock. Noch kurz High Five dem kleinen Zuschauer. Seht ihr auch die ganzen Supermoto-Kollegen und ihr Paddock. Das Paddock hier ist jetzt Schotter. Das heißt entsprechend ein bisschen aufpassen, dass man nicht in der unkonzentrierten Phase noch das Motorrad in den Schotter legt. Passiert schneller als man denkt. Hier seht ihr auch, wie das so ein bisschen eingerichtet ist, das Ganze. Ja, und so läuft ein Rennen von Anfang bis Schluss ab bei uns. Einfach, dass ihr mal so ein bisschen eine Idee habt, wie das funktioniert. Das Motorrad wird jetzt noch parkiert und dann ist der Rennlauf schon zu Ende. Falls ihr mehr erfahren wollt über unseren Sport, also über die Minibike SAM-Meisterschaft, könnt ihr euch sehr gerne informieren. Ihr habt die Links dazu unten in der Beschreibung, in der Description. Ihr findet uns auch auf Instagram, Minibike Racing Switzerland. Und ja, ihr dürft gerne natürlich auch mich direkt hier auf dem Kanal kontaktieren oder über die SAM-Webseite, über die Kontaktdetails dort. Ich wäre sehr dankbar über das Feedback. War das jetzt das erste Mal, dass ich so ein Rennen einfach mal so moderiert habe, basierend auf meinen Aufnahmen. Falls euch irgendwas interessiert, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr wissen möchtet oder falls ihr Verbesserungsvorschläge hättet. Ich bin sehr gerne offen für alles Feedback. Vielen Dank und bis das nächste Mal.